Dunkler geht nicht. Irgendwie. Plötzlich ist die Sonne da. Also den ganzen Tag über hatten wir alles mögliche, Regen, bewölkt, also auch mal ein bisschen Sonne. Aber jetzt ist sie richtig da und sie bescheint den Bus von allen Seiten. Und so habe ich dann ja weniger die Möglichkeit, so ein bisschen hell komme ich rüber. Obwohl ich jetzt schon mehrere Seiten hier zugemacht habe. Ja, so sieht's ohne Brille aus. Ich glaube, der Teng ist weg. Der rote Teng. Seit ich die Augentropfen nicht mehr nehmen muss, ist alles wieder im grünen Bereich. Meine Stimme ist auch wieder so ein bisschen besser. Obwohl ich viel geredet habe in den letzten Tagen, ist es aber tatsächlich so, dass das Kratzige weg ist. Also nicht immer mal wieder weg ist. Und ich denke, Allergie lässt grüßen. Genau, zum Lesen brauche ich jetzt die Brille. Obwohl das ja nur Fensterglas ist. Aber es ist angenehmer. Warum, weiß ich auch nicht. Wenn ihr das jetzt hört, dann hört ihr das ja am Freitag. Aufnehmen tue ich es am Montag und am Dienstag habe ich einen Augenarzttermin. Dann erfolgt mein Brillenanpassungstermin, ist das. Dann fahre ich zum Optiker und der wird mir dann 10 Tage später meine Brille machen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich einen Dioptrien haben und zum Lesen wäre schon ganz gut, wenn ich noch was habe, weil auf der Landkarte kann ich eigentlich die kleinen Schriften nur raten. Hier von den Texten ist alles groß genug und das kann ich euch gut vorlesen. Der Text heißt, ich rechte mich mal auf, dann habt ihr mich ganz. Der Text heißt, bedeckt 4 Grad. Früh am Morgen schubst mich Hilde an und muss ich dringend mal die Füße vertreten. Hat gerade aufgehört zu regnen, aber die heftigen Winde heben mich fast aus den Pantoffeln. Die Ohren nach vorne geklappt, erledigt Hilde ihre Bedürfnisse umgehend und wir gehen wieder schlafen, während die frühen Angler in ihre Regenkombis schlüpfen. Wir haben gerade mal das erste Augustdrittel beendet und unsere Haut ist noch braun gebrannt. Um 10:30 ist die Welt immer noch nicht in Ordnung. Aber jetzt kann Hilde einfach nicht mehr schlafen und wir fliegen ein bisschen um die Seen in Sorschele herum. Durchgepustet gibt es Trockenfutter mit Lachsöl und für mich Pfannkuchen mit Ahornsirup. Arne entscheidet sich lieber zuerst mal für eine Zigarette, dann duschen, dann Pfannkuchen. Ich bin beruhigt. Gegen Mittag Sonne und ein bisschen blau, als wir um 4 Uhr nachmittags weiterfahren, vorher noch Brot kaufen und Gemüse. Wir sind oft ganz aus dem Zeitrhythmus heraus und hatten schon einmal an einem Sonntag in Norwegen nichts Vernünftiges zu essen. Schweden bietet an vielen Orten einen Sonntagsservice in den Geschäften, aber zwischen Vilhelmina und Gäddede über die Wildmarkswägen hat es wohl keine Geschäfte. Die Wildmarkswägen sind eine sehr einsame Straße in einer bergig wilden Gegend, in der es Bären geben soll. Die habe ich noch nie gesehen, aber es gibt auch Rentiere, Elche. Ist eine spannende Gegend. Ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Bin ich jetzt schon 2-mal durchgefahren. Habe ein kleines Roadmovie auf der E45 gedreht, das euch hoffentlich den Morgen versüßt. Den Satz hätte ich mir jetzt schenken können, weil ihr den ja leider nicht sehen könnt. Aber wenn ihr dann auf meine Facebook-Seite geht ich glaube Wildmarktwegen oder sowas, da habe ich ein wirklich süßes kleines Video eingespielt mit Musik von, ich glaube, mit Musik von einem dieser österreichischen Sänger, die Bob Dylan vertont haben. Dessen bekanntes Lied ist Skifahren. Ich komme aber gerade nicht drauf, wie er heißt. Danzer nicht. Mensch, wie heißt er denn? Weg. Ist weg. Sucht's doch selber raus.
Vollgetankt geht es durch Wald und Seen langsam bergauf zu einem Wasserfall, der uns zwar liebevoll mit ein bisschen Abendsonne anlächelt, aber so breit dem Wind ausgesetzt ist, dass er nicht als Schlafplatz geeignet ist. Rentiere auf der Hochebene, denen der heftige Wind das kurze Fell zerzaust, und Gras, das sich krumm macht, um nicht abzureißen. Wir sehen keine Möglichkeit, um geschützt zu stehen, dass wir problemlos das Hochdach öffnen können. Denn das ging damals noch und das brauchen wir natürlich, weil der Arne da oben geschlafen hat. Und eigentlich nur an so in so Zeiten, wo wir mehrere Tage irgendwo gestanden haben, da hat er sein Zelt aufgebaut und hat im Zelt gewohnt. Bis vor einem Jahr, fast zeitgleich, bin ich hier oben entlang gefahren und habe am Ende auf einem schönen Campingplatz an einem See in Ankavatnet übernachtet. Heute stehen wir am gegenüberliegenden Ufer auf einem Parkplatz am Wasser in Störa Plasjön am See. Also wir haben oberhalb des Sees gestanden, mit toller Sicht. Es ist windstill und der Regen klopft leise ans Fenster. Mitternacht, längst vorbei. 4 Grad sind übrig geblieben und eine Erinnerung vom Sommer. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Im nächsten Video erzähle ich vielleicht ein bisschen von den Neuigkeiten vom Wochenende. Ich will aber noch nichts verraten. Ich habe einen netten Besuch vor mir. Freue mich drauf, liebe Freunde wiederzusehen, die ich lange, lange nicht gesehen habe. Und fahre einmal quer durch Deutschland. Das ist auch ganz nett. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und fröhlich. Tschüss.